Und herzlich willkommen zurück. Ich habe mich noch auch keinen Zentimeter bewegt. Hier ist Zumba. Zumba. Oder so. Vielleicht auch nur Morgensport. Da muss ich hin. Wo gehe ich denn auch schon wieder lang hier? Das ist ja... Konntest du nicht hier sein? Sie ist toll. Wo ist er? Jetzt müssen Sie mir glauben. Ha! Und das sind diese kleinen Details, von denen ich die ganze Zeit immer spreche. Die Kleinigkeiten. Das hätte hier jetzt nicht sein müssen, aber es ist da. Finde ich cool, sowas. Mega. Genau wie die beiden. Hätten hier auch nicht sein müssen, ne? Aber irgendjemand hat sich einfach die Zeit genommen und hat gesagt, ich pack da jetzt zwei hin. Der eine trinkt einen Kaffee, der andere liest Zeitung und guckt sich die Stadt von Weitem an. So cool. Und sowas feiert man einfach. Also ich zumindest feiere das. Wie wild. Retro, ich habe das für dich klar gemacht. Gut, kommst du nicht mit? Gehört alles dir. Wenn der Kahn in Reichweite kommt, bringt dich das hier schnell dahin. Ja, da werden wir gleich mal ein bisschen Boot fahren. Eine kleine Bootstour machen. Und es ist dunkel. Meine Fresse, standen wir lange hier. Geh lange auf den Kahn. Da ist der Kahn. Auf geht's, ab geht's. Marcus, ich habe jeden dieser Schiffshacks mit der Aktivität an der New Yorker Börse abgeglichen. Jeder davon fiel genau in die Vorlaufzeit von volatilen Handelsperioden, sogar schon ab 2007. 2007? Warte mal, dann war also die Finanzkrise... Ein früherer Bellwether-Test, eine Manipulation der Ankaufs- und Ausgabemuster in einem bereits anfälligen Markt. Aber wie konnten die ordentlich Shoeboys darauf so früh Zugriff haben, außer... Außer sie hatten Zugriff darauf. Glaubwürdige Abstreitbarkeit? Vielleicht. Heftige Scheiße. So, da wären wir. Lokalisiere den Server. Ich hab den Kahn erreicht. Bleib auf Sendung. Du bist ohne Rettungsleine da draußen. Ich werde schon nicht ertrinken. Ich gehe rein. Wünscht mir Glück. Das ist ja süß. Ich hab gedacht, der ist größer. Was? Ich will nicht im Sperrgebiet sein. Geh weg. Okay. Ja gut. Ich versuche mal mit der Drohne reinzugehen. Coole Musik. Außer Reichweite. Ist das dein Ernst? Einmal auf der Hochachse gewendet und dann gehe ich mal hier hin. Hier bin ich nicht im Sperrgebiet. Drohne. Hoppala. Okay. Und auf geht's. Was ist dein Plan? An Bord eines Schiffes dieser Größe könnten hunderte Server sein. Ich muss das Admin-Terminal hacken, um unseren Server zu finden. Es sind aber ganz schön viele hier drauf. Muss ich das echt? Okay, also ich muss da rein. Oder ich muss da gar nicht rein. Es ist eine Etage tiefer, sehe ich gerade. Das ist neu. Wo war das? Hey,
Zugangsschlüssel hacken. Da. Muss ich mitnehmen, ne? Scheiße. Okay. Ich muss tendenziell nicht direkt ran. Ich kann meinen Jumper nehmen. Geht's doch bestimmt auch. Oh, der ist schon fast kaputt, so ein Mist. Nein, nein. Ach, halt die Klappe. Hoppala. Hier einmal die Treppe hoch. Fast geschafft. Doch mal lieber den Vorschlaghammer mitgenommen. Und dann. Jawohl. Ah, das müsste gehen. Mal sehen, ob die Backdoor noch okay ist. Hab den Hauptserver auf ihrem System, muss ihn nur noch physikalisch lokalisieren. Unter Tragwaffe stehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Noch eine Etage tiefer. Ach du Scheiße. Wo geht's hier denn runter, bitte? Hier geht's runter. Der Server ist genau auf der anderen Seite und hier komme ich nicht durch, natürlich. Ich hoffe, das reicht mit dem Jumper. Wenn ich da rein muss, dann kotze ich doch wieder. Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending, Mensch. Halt den Mund! Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schaff den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Okay. Lange mit dem Aufzug aufs Oberdeck. Dann hoffe ich mal. Hoppala. Da ist der Aufzug schon. Nee, doch nicht. Oder? Nee. Ah, hier ist der Aufzug. Okay. Das ist nicht gut. Warte auf die Evakuierung. Was ist der Plan? Ich bin fast da. Josh, was soll denn das? Schau mal auf die Uhr. Was denn? Was denn? Warte auf die Evakuierung.
bin in 29 Sekunden da. Verdammt, Mann! Was? Ich bin gern pünktlich. Hä? Ich warte. Ich weiß nicht, worauf ich warte. Wo bist du? Du müsstest mich jetzt eigentlich sehen. Nach was muss ich suchen? Drohne! Ach du Scheiße, das ist nicht der Mond! Ist das deine Drohne? Überraschung! Extra für uns umgebaut. Marcus, wo bist du? Du musst den Server an die Drohne hängen. Drohne? Moment. Ach egal, scheiß drauf. Bin gleich da. Was? Wie, ich muss den Server an die Drohne hängen? In der Macke? Jetzt muss ich ja doch auf das Schiff. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Klasse. Was denn? Ich will hier runter, komm. Die werden mich doch gleich so fertig machen. Kacke. Was ist los? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Schnell wieder runter. Das ist eine fette Drohne. Okay, okay. Was? Fuck. Hey, Josh, Mann. Wie oft hast du das Ding schon geflogen? Alter Schwede. Geile Mission. Fette Drohne. So eine möchte ich auch. Wahnsinn. Da juckt mir das Ohr. Oh, ich muss unbedingt zum Friseur, das geht gar nicht mehr. Ich habe 3 Meter lange Haare hier, das ist unglaublich. Wissen Sie, Michel, wir sind froh, dass die Hacker endlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Dies zeigt deutlich einen Fehler im System. Von den Tiefseekabeln bis zur Spionage und Sabotage durch Gruppen wie DedSec. Ich sag Ihnen eins. Bloom arbeitet an einem Projekt, das dieses Problem eliminiert. Der Pisser hat den Hackern Bellwether Zugang gewährt, damit sie es testen. Dann hat er den Angriff als Schwachstelle der Tiefseekabel dargestellt. Der Arsch hat's echt drauf. Jetzt melden sich mehr Firmen für Blooms Satellitenpipeline an. Dann feuern wir jetzt aus vollen Rohren auf Dushan. Okay, wir lassen ihn öffentlich aufhängen, wie den scheiß Mussolini. Das ist doch keine Lösung, Mann. Auf unseren Ärschen sitzen auch nicht, aber okay? Wir sitzen nicht auf unseren Ärschen. Seid bitte, still! Mann! Er ködert uns! Glaube ich. Er versucht ein letztes Mal, uns in den Dreck zu ziehen, als Gefahr. Und wir sind eine Gefahr. Wir waren uns doch alle einig, nach unseren eigenen Regeln zu spielen, oder nicht? Gut. Wir haben fast alles zusammen, um ihm zu schaden. Dauerhaft. Gehen wir alle wieder an die Arbeit und bringen wir die Sache zu Ende. Hm? Alles klar. Yay. Du bist auf einem Schiff. Wow. Alter. Geile Kacke. So.
Möchte irgendjemand mit mir reden? Komm, Josh. Wir schnappen mal eine Runde. Also Josh, wie hat dir dein erstes Welterskelter gefallen? Mir hat gefallen, dass Pilze mein Bewusstsein erweitert haben, also habe ich mir ein paar Pflanzsets bestellt. War schwer, mich zwischen Mazatapeke und White Lightning zu entscheiden, aber ich verlasse mich auf Versuch und Irrtum. Das sind nur zwei von ein paar Dutzend Optionen. Gibt eine Menge zu tun dieses Jahr. Wenn du Hilfe beim Testen brauchst, bin ich dein Mann. Danke, Marcus. Ich helfe immer gern. Klasse. Was geht? Was passiert, wenn wir hier fertig sind? Was macht der große Ray Kenny weiter? Ich denke mal, Frua und ich ziehen weiter nach... Oh, oh Scheiße! Was? Oh, ich hab Frua in der Wüste gelassen. Was ist denn Frua? An der Frage arbeiten Wissenschaftler schon ewig, ohne eindeutige Ergebnisse. Aber mach dir um mich keine Sorgen. Wenn du mich mal bei was brauchst, ich bin dabei. Hast du ein Bad-Signal oder sowas? Nein, aber das kommt auf die Liste. Ja, ein sehr, sehr tiefsinniges Gespräch. Ich merke schon. Das war alles schon 800 Mal gehört, glaube ich. Nochmal eine Runde mit Wrench schnacken. Marcus, ich brauche deine Hilfe. Klar, Mann, worum geht's? Ich habe mir auf dem Swelter-Skelter einen Ausschlag geholt. Ich hab's genudelt und Dr. Nudel sagt mir natürlich, dass es Gebärmutterkrebs oder was ähnlich krasses ist. Da wollte ich mir lieber eine zweite Meinung einholen. Da sollte dir vielleicht jemand anderes aus der Gruppe helfen. Komm schon. Josh würde es allen weitererzählen. Und Sitara würde da unten nie im Leben hinschauen. Nope, das ist eine Nope-Situation. Toller Freund bist du. Er hat's genudelt. Ja, ich... ja. Ja. Was wollte ich tun? So, gucken wir mal waffentechnisch. Ach, weißt du was? Das habe ich. Ich will das. Will ich das? Keine Ahnung. Ich will das. Und damit das gleich... Aha, oh mein Gott, it's dead sack. Ja, das gefällt mir. Okay. Waffen. Warum steht da eine 2? Vielleicht, weil ich die auf den anderen schon habe. Keine Ahnung. Ja, achso, 1, 2. Ja, diese ist auch. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Feuerrate ist da niedriger. Ja. Militärisch irgendwas dabei. Nichts, was mir gefällt. Hier so ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer wäre ganz cool. Haben wir aber absolut gar nicht zur Auswahl. Das ist sehr, 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 sehr schade. Ah, nee. Fällt mir alles irgendwie nicht so richtig. Was ist damit? Hallo? Ah, langweilig. Okay. Wie sieht der jetzt aus? Grün. Ja. What the hell? Echt jetzt? Ist egal, mach ich so. Ah. Cool, cool, cool. Okay. Ach so, dann würde ich mal mit Fug und Recht behaupten, die Aufnahme ist vollbracht, vollendet,
vorbei. 20 Minuten sind rum. Und hier ist auch noch so ein kleiner Metal Gear. Naja, jedenfalls war es das gewesen. Und ich verabscheue mich in aller Freundlichkeit und sage bis morgen in alter Frische. Macht es gut. Ciao mit V.